Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier an Aufriedlichen Marsch, Versionskapitel 6. Ja, ich mache mit der Hopfenernte weiter. Stell mal gleich meinen Fahrer ein, wenn helfe. Dann habe ich eine Erweiterung genommen für DLC Passion Farming. Dazu genommen, ein Add-on, wie er sich nennt. Sagen wir so. Feld Nummer 50 wäre ja mal interessant. Ne? Ist ja hier viel flickenhaft, weil ich da einen kleinen Dings noch gearbeitet habe. Klicken wir drauf. So. Gut. Das klappt schon mal nicht. 50 Filter. Müsste ich mal gucken, wie ich das hinkriege, dass es funktioniert. Jo. Ja, wie genau das gemacht wird. Zurücksetzen, kein Thema. Mineraldünger. 50. Aktiviert habe ich jedenfalls. Verschieben, zoomen. Land. Potenzial. 104%. Kann man nichts machen. Jo. Gehen wir hin. So. Das ist eine neue Wiese. Da muss ja eigentlich normalerweise noch was gemacht werden, ne? So. Fragt sich nur wie. Gut. Also ich weiß aktuell nicht. Mal gucken. Der war fertig. Und wo ist der Traktor? Da hinten. Ja, die Wiese war gemäht. Da muss ich spatten. Hier muss ich ganz kurz mal abkippen. Und schon mal starten. Ist schon cool. Ja. Die Bäume wollen auch nicht wachsen. Wahrscheinlich habe ich so dicht gepflanzt. Sieht gut aus. Gerste. War Gerste voll? Ich glaube schon. Da müsste ich nachher umstellen auf Weizen. Weizen ist nicht voll. Gerste war nebenan. Immer alle in Schwung bringen und dann können wir sehen, dass wir da irgendwie hinkriegen mit dem Bodenwert berechnen. Das Gerste ist fast voll. Kriege irgendwas rein. Das wäre schön, wenn wir da. Das wird nicht reichen. Machen wir später. Sobald die Gerste leer, stellen wir um auf. So. Schicken wir los. Den schicken wir auch los. Ich habe es nun nicht geschafft, beim globalen Markt
Thüringen noch was zu verkaufen. Aber das soll uns nicht stören. Dann nehmen wir nachher halt den Milch vom Stall. So. Schweinefutter. Ja, da, den werden wir gleich mal so vom Feld fahren. Dann bis der andere hier angekommen ist, das dauert ja ein bisschen. Da werden wir mal gucken. Ja, hier haben wir einen Schwader. Ein Schwader ist drüben. Ja, klar. Können wir gleich mal. Jo. Im Rhein finden wir, ne? Das ist das Ganze. Ja, das Schwierige dabei, ne? Das ist ja so. Wenn ich jetzt zum einen gemacht habe, nach einer Woche wieder rein starte, dann ist so einiges aus dem Kopf verschwunden, kann man sagen, ne? Bis es wieder irgendwann hervorgekramt wird. Ist ja nicht ganz weg, ist ja nur leicht in Vergessenheit geraten. Ganz leicht. Aber die Hopfenernte, das wusste ich schon. Dass ich da bei bin. Letzten Feld und dann nachher geht los mit der Rübenernte. Ah, wahrscheinlich. Und da verdiene ich mir gerade das Geld dafür. Bierverkauf, Fleisch und all sowas. Für ein Gerät reicht das schon mal. Wird für Feld Nummer 10, glaube ich, auch genügen. Ich glaube, das Zelt ist Rüben drin. Kommt, juckt. Zum Anfang, für Feld Nummer 65, da werden wir sicherlich noch zwei dazu brauchen. Anhänger haben wir genug, da müssen wir umrüsten auf etwas kleiner, ne? Dass wir nicht so Schwierigkeiten kriegen. Mit drunter fahren, ne? Ja, dieses Jahr ein bisschen mehr Hopfen, wie ich sehe. Also müsste eigentlich ein bisschen länger reichen. Wir müssen nur irgendwie die Zeit finden nachher beim Verkauf, ne? Das ist natürlich ein bisschen gut, wenn der gepflügt wird nachher, Gärreste ausgebracht wird und so. Das läuft ja alles eigentlich vollautomatisch. Sollte eigentlich noch genug Zeit sein, um es entsprechend zu verkaufen. Ne? Von Zement bis Pflastersteine oder so Zeug. Das läuft ja soweit. Ne? So, machen wir automatisch. Gucken wir kurz rein auf Feld 5. Dann ändern wir das mal hier ab. Auf Feld 5. Stellen wir die mal ein. Und wir gucken mal, ob der Drescher auch Feld 5 drin steht. Das ist meistens nämlich meistens das Problem. Feld 5. Gut. Dann kommt er nämlich schon hier ran. Und ich brauche den Drescher nicht fahren. Dann werden wir drüben mal die Restarbeiten fahren. Abarbeiten. Dann können wir gleich die Reste hier auf diesem Feld machen mit dem Drescher, mit einem anderen Drescher. Dann brauchen wir kein Grämmchen oder kein Halm wegwerfen, ne? Denn Hopfen ist so eine Sache, die wird nämlich über das Jahr ganz schön knapp. Hier soll im Frühling Sammlung rauf. Und Hopfen wird hier laut Season nach Getreide geführt. Darauf müsste eine Ölfrucht, das wäre ein Sonnenblumen. In dem Falle. Ratz wäre zu spät. Ja, denken wir schon. Und Sonnenblume genau richtig. Da haben wir Zeit zum Pflügen. Ne? Das muss ja gepflügt werden. Laut Empfehlung. Danach entscheidet sich auch die Fruchtbarkeit. Also 10% glaube ich beim Pflügen. Computer lässt sich ja nicht austricksen. Man könnte sagen, ja, muss nicht, ne? Ja, aber wenn der Computer sagt, muss er, ne? Dann braucht er die 10% in der Rechnung. Dann lässt sich nicht austricksen. Das ist eine Theorie und so eine Sache, ne?
75. Temperatur. Ja, ist vollkommen normal. Ja, wenn hier die Ernte so abgeschlossen ist, geht es ja in Thüringen los, ne? Wird nie langweilig. Kann jeder sich angucken, was er möchte. Gras 23 müsste ich immer noch mähen. Ja. Muss eine 2 Traktoren nehmen und dann müssen die anderen beiden Traktoren beim Mähen auf Feld Nummer 19. Leben ist ja Hopfen so nicht hier so mir angepflanzt. Im Norden, glaube ich, ist mir auch unbekannt. Also wäre neu für mich. Also in meiner Region, wo ich herkomme, da gab es kein Hopfen. Wegen Kälte und so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil in Bayern ist der Winter auch recht kalt. Das weiß ich natürlich auch. Und die Winter werden die jetzt nicht gerade extrem. Ja, das ist schon normale Temperaturen, ne? Bis zu minus 20 Grad und so macht es, ne? Teilweise. Nicht durchgehend, aber teilweise. Es ist machbar, ne? Also minus 30 Grad könnte durchaus auch passieren. Das war auch nur für mehrere Tage, dann war es dann auch schon, ne? Na, ist die erste zurück oder wer los? Ertragsmäßig sieht es im Schnitt ganz gut aus. Das Grüne ist top. Das Gelbe ist ja, schlecht. Und Rot ist ganz schlecht. Ne? Ich mache mal gleich die Reste erledigen hier, das mal abgeschlossen ist. Dann ist Hopfen auch hier fast durch. Mit dem Feld hier passiert. Kommt dann noch Huben und das wäre es dann auch gewesen, ne, mit der Erntezeit. Und dann kommt das etwas ruhige Leben. In Anführungszeichen Felder vorbereiten für nächstes Jahr. Flügen, Gruppe, Gärreste ausbringen. Das würde ich hier auf jeden Fall machen. Runde. Ja, machen wir vorher, ne? Man könnte auch auf der Frucht ausbringen. Aber neulich Bauer Hannes hier ein Trachtenvideo mit dem Problem mit Düngen. Ne? Die Pflanzen brauchen ja einen völligen Dünger zum Wachstum, weil der Boden im Prinzip die Dünger aufgebraucht. Ne? Deswegen muss man eigentlich reellerweise sagen, okay, wir müssen im Jahr öfters düngen. Ne? Das wird nicht funktionieren. Mit einmal, ne? Aber reell ist ja, er lässt ja eh nicht. Nur versucht man da jetzt ein bisschen dahin zu kommen, ne? Jetzt werden wir hier mal ein bisschen mit gut, wie können wir den Tempomat auf höher schrauben, ne? Gut, ich müsste jetzt einen Traktor haben für Schwatten.
Ja, mit Q kann man nicht laufen, ne? Mit W. Ja, Traktor. Wo haben wir noch welche? Das ist mir so eine Frage jetzt, ne? Brauche an sich 4 Traktoren. Die 2 zum Mähen, die brauchen wir jetzt für Feld Nummer 19. Da ist nicht anders. So, da steht eine. Einer ist so wenig. 2. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Können wir schon mal spannen, ne? Der andere ist jetzt noch zur Aufseite, ein bisschen groß. Muss noch mehrere Traktoren haben normalerweise. Wir fahren mal einen Schwader erstmal zum Hof, zum Feld. Heuwände, Zetter. Ja, zum Wenden halt, ne? Haben wir nur eine? Einer ist wenig. Ist gut aus. Haben wir zum Feld Nummer 0. Können wir mit einarbeiten, ne? So ist es nicht. Aber zwei werden besser. Müssen wir mal schauen, ob wir noch einen zweiten haben. Also Traktoren habe ich mehr als genug normalerweise. So, ein Schwadder hier. Müssen wir mal gucken, ob wir dann zwei haben. Normal schon. Habe ich nicht am Kopf. Verschieden. Von Karte zu Karte ist ein bisschen unterschiedlich. Das macht es ein bisschen schwierig, ne? Dazu sagen, dass die Marsch früher angefangen habe wie die Thüringenkarte. Ich habe nur damals einen versucht, auch noch einen anderen Geschmack zu treffen. Ich meine, mir ist beide Karten gleich lieb, ne? Also beides kann man entsprechend viel arbeiten, ne? Das ist genug da. Thüringen hat sich auch noch ein bisschen erweitert, was angeht, was Produktion angeht. Da kann man entsprechend auch mal sprechen. Aber das wollte ich im Winter an den Randgriff nehmen, ne? Weil im Frühling hatte ich alles angefangen mit halt Arbeiten auf dem Feld. Und ich wollte näher später sehen, dass ich die Arbeiten dann eher außerhalb mache. Das dauert aber noch sicherlich ein bisschen. Weil die erste Ernte kommt noch und dann nachher sehen wir weiter. So, gucken wir mal an einen weiteren Traktor. Im Winter werde ich mal alles aufräumen. Muss noch sicherlich einen haben irgendwo. Wahrscheinlich bei der BGH oder so. Ich halte mal durch. Ja, da haben wir gekauft. Passt. Der soll... Den können wir zurückfahren. Die Aussaat. Aussaat, das ist Feld 54. Das ist die Aussaat, ist mir eigentlich mit durch. Noch nicht ganz. Da wo jetzt Gras ist, wollte ich eigentlich nachher später mal Dings aufbringen. Also Weizen und Gerste. Aber nur mehr erstmal das ganze Gras nochmal aufbringen. Ja. Auf Ballen bringen, ne? Auf den Ballen. Und ist auch nicht so weit. Also hier ist Traktor Nummer 2 für Schwatten von Gras. Was ich in ihrem Verband arbeiten lassen will, und dann nachher denselben Kurs im Verband Ballen pressen. Ich dann denke, das soll in den Feldreihen beginnen. Und zum Schluss fährt er halt um die Feldreihen herum und schwattet das Gras, was in den Feldreihen mit rumgezogen wurde beim Schwatten, wieder auf einer gescheiten Bahn, ne? Und da muss ich mal schauen. Entweder habe ich noch einen zweiten Schwatt oder ich muss mal einen Schwatter kaufen. Da gucke ich mal ins Menü rein, ob ich da einen zweiten habe in der Garage.
dann muss er irgendwo stehen, ne? Eigentlich immer hoch. Eigentlich. Ich muss ja mal ein bisschen sortieren. Dann muss man gucken. Tiere. Ich glaube, Tiere müssen versorgt werden. Ich sag mal, sie müssen versorgt werden, aber nicht sofort. Also bevor... Ja, wenn wir auf 1 weiterspielen, dann ist das Ganze dramatisch. Wenn wir auf 5 spielen würden, also die Nacht durch, wäre es schlecht. Aber ich denke mal, wenn die Ernte läuft, dann werden wir uns da keinen Stress machen. Muss ja nicht sein, ne? So, dann stellen wir jetzt mal hier hin. Das trifft sich ganz gut, da kann man später dann immer noch sagen, okay, wir räumen dich auf, wir bringen die Wanders hin. So. Und zwar gucken wir eine Garage. Ich habe ja viele Sachen da. Der Milchfahrer wird sein, dass die da stehen. So, bevor wir was kaufen, gucken. Ob wir da nicht was zu schon haben, ne? Da wir haben nur einen. Gut, wenn nicht verkaufen, dann kaufen wir ein. Nützt ja auch nichts. Einer, das dauert zu lange. Das ist leider so. So, 110 PS, das haben wir. Wir haben locker 100, 300 haben wir ungefähr. Das sind 14 Meter, das passt. Und zurück. Das wollte ich erst gucken, ob ich noch einen zweiten habe. Ne? Drei brauchen wir nicht. Aber einen zweiten nur. Wir haben ja zwei Ballpressen und da können die gleich hinterher arbeiten. Und gucken, dass wir auch zwei Traktoren finden, die da gleich schon mal zur Sexvorbereitung. Und dann mal gucken, was die anderen machen. Ne? Die beiden Fan könnten wir dann nutzen, ne? Bevor wir bei der Rüben einsteigen. Können wir die Ballen ja abschließen, ne? Oh, ich sehe gerade die Folge. Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Wünsche euch allen einen schönen Rest, ja, für den Rest Montag und einen schönen Start in die Woche. Ich habe ja Frühschicht. Und die Zeit, wenn die Folge kommt, dann habe ich Richtung, geht es bei mir Richtung Feierabend. Und dann sehen wir uns dann vielleicht, wenn ihr wollt, Lust und Laune habt, morgen wieder. Gras schwatten und Pressen vorbereiten, ne? Und die Ernte für Hopfen abernten. Abschließen. Ne? So, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.